So sehen die Straßen ja aus. Sowas würdest du in Dubai niemals sehen. Das ist echt wild hier. Also Großstadt, weiß ja jeder, was so abgeht, aber das ist echt Wahnsinn hier. So, wir starten zu fünft unsere Reise endlich wieder nach Amerika nach 2018. Und ja, wir nehmen euch mit. Erster Stopp, New York. Und was ihr auch im Flugmäulchen? Ja, nein. Auf New York? Auf New York? Auf New York? Das wird ein Highlight. Ich bin angekommen. Hallo Frau Schulz. Hallo Herr Gossmann. Wo ist die Kleine? Hallo. So, wir sind jetzt im Hotel. Am Flughafen war es einfach nur krank. Lass uns aber noch unauffällig weiter runterfahren. Okay. Am Flughafen auch nochmal. Zwei, drei Stunden gewartet. 8 Stunden geflogen, 3 Stunden am Passcheck. Dann noch 1 Stunde hierher gefahren. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde auf ein Taxi gewartet. Aber trotzdem, hat sich gelohnt. Absolut. Und jetzt werden wir ein bisschen die Gegend erkunden. Wir sind direkt am Times Square. Könnt ihr gespannt sein, wenn wir euch auf jeden Fall mitnehmen. So, wir sind unten. Bis gleich. Mal ganz kurz zu den Unterschieden von Dubai nach Amerika. Pass mal auf. So. So sehen die Straßen ja aus. Sowas würdest du in Dubai niemals sehen. Ja, ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm. Ich weiß nicht, Daniel, wie du es siehst. Es ist halt hier so, es ist halt eine riesengroße Stadt, ne? Das ist ein bisschen Müll. Aber wenn man so verwöhnt ist aus Dubai, dann fällt es halt schon ziemlich auf, ne? Also früher, als wir 2018 hier waren, ist es mir nicht so doll aufgefallen. Jetzt heißt es nicht, dass Deutschland verdreckt ist oder so, aber jetzt empfindet man es nochmal ganz anders. Geht weiter. Ich habe überlegt, wie könnte ich den New York Vlog geil aufbauen, dass ihr auch Spannung habt. Und deswegen haben wir euch jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit euch mitgenommen, sondern so zu den Highlights. Und ja, wo sind wir jetzt? Wir sind im Central Park. Central Park ist auf jeden Fall eins dieser krassen Highlights. Werden wir euch mal ein bisschen zeigen. Und ich habe dann direkt, guck mal, wir hatten direkt Folge erzählt hier. Okay, let's go to the Central Park.
So, nachdem wir Midtown und Uptown erkundet haben, werden wir heute mal Downtown fahren. Wir werden uns das World Trade Center anschauen und euch natürlich mitnehmen. Wir waren 2018 ja da schon, war natürlich sehr kalt. Aber let's see, sehr geil da. Ganz anders als hier Midtown, Uptown. So, also wir sind jetzt hier auf der Straße, direkt beim World Trade Center. Und was hier krass ist, hier ist nur Polizei. Ja, du kannst jetzt hier über die Straße gehen. Große Straße. Da hinten ist auch eine Feuerwehrwache, gehen wir nachher auch nochmal hin. Aber alles abgesperrt mit riesengroßen Pöllern. Ja, ich glaube, die sind ganz schön ernst hier seit 9/11. Aber krass, komplett drumherum. Kannst du nirgendwo hinfahren, sondern alles abgesperrt und überall ganz viel Polizei. So, bevor wir zum World Trade Center gehen, gehen wir hier an dem Memorial lang. Sind wir gerade direkt rausgekommen. Auch krass, zeige ich euch mal. Genau das Fundament, die Größe von dem World Trade Center damals wurde hier nachgebaut als riesengroßer Brunnen. Und hier alle Opfer verewigt auf den kompletten Platten rundherum um den Brunnen. Außerdem, was wir auch schon gesehen haben, ist eine ganze Seite, hallihallo, ist eine Seite nur mit den Feuerwehr- und Polizeiopfern, die damals gefallen sind. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe gehört, hier sind viele Drogen. Was hast du jetzt gerade gesehen? Ich habe auch welche. Nein. Was? Schon wieder welche? Nein, das schneiden wir raus. Nee, das ist echt wild hier. Also Großstadt, weiß ja jeder, was so abgeht, aber das ist echt Wahnsinn hier. So ja. Offensichtliche Sachen. Ja, du hast gesagt, vor allem du wartest ja immer auf uns vom Hotel und da erlebst du immer richtige Filmstories, ja? Ja, ohne Witz, so à la Breaking Bad oder so. Kriegst du zum Glück nichts mit Mäuschen. Aber Umschlagplatz, sag ich mal. Direkt bei unserem Hotel. Ganz vergessen zu sagen, was machen wir jetzt? Zum Fahrstuhl fahren. Geil. Empire State Building. Wartet auf uns. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. We are.
Ihr Lieben, für uns steht der letzte Tag an. Ja, heute ist Mittwoch. Morgen Donnerstag geht es ganz früh um 11 Uhr mit dem Flieger nach L.A. Ja, so sieht es hier draußen aus. Ist schönes Wetter. Wir werden heute nochmal ins Museum gehen. Ja, werde ich euch mitnehmen, werden wir euch mitnehmen. Und mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar andere Sachen machen. Eine Sache an der Stelle. Ein großes Problem von New York ist das Thema Drogen. Ja, also was wir hier schon gesehen haben, direkt vorm Hotel scheint so ein Umschlagsplatz zu sein. Yes, Thema Drogen. Oh mein Gott, was hier abgeht in New York. Also gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist das doch schon so. Ob das Kinder sehen sollten, wenn da jemand auf der Straße mit einer Spritze, ja, wenn da jemand auf der Straße mit einer Spritze im Arm hängt oder sie sich eine Crackpfeife anzünden, ist so eine Sache. Gehört scheinbar dazu. Aber ja, nice ist es nicht. Aber wie gesagt, werdet ihr ein bisschen was sehen. Oh, Vorsicht. Nochmal kurz zeigen. Hallo. Hallo. So, wir wollen jetzt eigentlich ins Museum gehen. Aber war eine kleine Schlange, oder Schatz? Was sagst du so? 3-4 Leute oder? Ich glaube eher 300-400 Leute. Nein. Nein, oh mein Gott. Okay, man muss sich jetzt auf jeden Fall einen Timeslot reservieren, wann man rein möchte. Das ist auch ein bisschen anders als früher, 2018, als wir da waren. Stimmt, auch Corona geschuldet. Ist wie es ist, deswegen sind wir jetzt im wunderschönen Central Park unterwegs und warten jetzt darauf, dass wir gleich rein können. In einer Stunde müssen wir warten, aber die Zeit können wir auch sinnvoll gehen. Wir müssen uns doch noch anstellen. Aber eigentlich auch nicht, oder? Naja. Naja, was denn? Aber wenn wir drin sind, sind wir drin. Wenn wir 2:30 Uhr den Timeslot haben, dann schon. Wir werden einfach uns durchboxen und einfach reingehen. Oder? Einfach egal, wer vor uns ist, wir werden es einfach vorbeischummeln. Genau, wir sagen hallo, wir sind aus Deutschland. Genau, nee, hier sind die Schulzens, wir haben Vortritt. Okay, das ist jetzt ganz weird, in ganz New York, weder U-Bahn noch irgendwo braucht man eine Maske. Aber hier im Museum braucht man eine Maske, was natürlich den Spaß trübt, weil ich kann das überhaupt gar nicht ab. Aber we will see. Sieht auf jeden Fall geil aus und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Also, viel Spaß. Sehr, sehr streng. Jetzt ist es 17:30 Uhr und der Laden macht zu. Haben wir nicht so viel gesehen, ne? Nein. So wie schade. Letztes Mal auch schon, haben wir auch nicht alles gesehen. Ja, ist echt schade. Naja, kann man nicht ändern. Maske auf. Ja. Oh, Maske auf, sonst werden wir gleich hier abgeschossen. Abgeschossen. So, das war's mit New York. Das war's mit New York. So, alle schon eingeladen in diesem kleinen Wägelchen hier. Kids sitzen drin, dies geht gleich rein. Sehr, sehr, sehr nettes Personal auf jeden Fall hier. Safe. Ali, come back. Yeah, I will. Hey. Hi. Good morning. Good morning.